Heute, Freunde, mache ich einen selbstgemachten deutschen Döner. Das heißt, Freunde, ich werde einen Döner selber machen und dieser Döner wird nur aus typischen deutschen Zutaten bestehen. Wie wird das Ganze wohl schmecken, Freunde? Ein Döner aus deutschen Zutaten. Diese Idee gibt es wirklich auf ganz YouTube noch gar nicht. Deswegen lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen hoch für diese Idee da. Bevor wir jetzt losgehen, Freunde, will ich euch noch eine Seite vorstellen, weil die Nachfrage wirklich sehr, sehr groß ist. Ich werde immer wieder gefragt, yo Johnny, wo hast du deine ganzen Schuhe her? Yo Johnny, ich habe auch Bock auf so eine Schuhe. Yo Johnny, wie teuer sind die? Yo Johnny, sag mal bitte, gib mal, yo Johnny, kann ich dir welche abkaufen? Dies, das. Und deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich euch die Seite einmal ganz kurz vor. Ich habe von dieser Seite wieder 2 Paar Schuhe gesponsert bekommen. Wirklich all meine Schuhe, die ich habe, auch hier noch alte Yeezys, die habe ich alle von dieser Seite. Wenn ihr Bock habt auf nice Yeezys, checkt die Seite ab, gönnt euch dort Schuhe, wirklich extrem günstige, richtig nice Yeezys. Und wie gesagt, ich habe mir wieder 2 nice Yeezys von der Seite gesponsert bekommen. Ich kann es euch einmal ganz kurz zeigen. Und dann einmal, das ist die neue Ausgabe von den Yeezys von 2019. Wie gesagt, Freunde, wenn ihr auch Bock habt, euch Yeezys zu gönnen, alles in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los, die ganzen Zutaten einzukaufen für den deutschen Döner. Und mal schauen, ob es überhaupt schmecken wird. Stell dir vor, ich kotze hier gleich so ein ab, weil das so, dass es überhaupt nicht nice sein wird. Aber ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was daraus Leckeres wird. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Let's go! Ach ja, Freunde, falls der ein oder andere wundert, wo ich gerade bin, ich bin umgezogen, Freunde. Ich wohne nicht mehr in diesem Zimmer, was ihr kennt, wo ich normalerweise meine Videos gedreht habe. Wie gesagt, komplett neues Zimmer. Hier werde ich jetzt immer meine Videos drehen. Wenn ihr wissen wollt, welche Stadt ich gezogen bin, schreibt mir Hashtag welche Stadt. Dann, ja, erzähle ich euch das. Und yes, ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ihr wisst Bescheid. Ich muss mir noch einmal ganz kurz nerven. Freunde, gönnt euch einfach mal diese Yeezy-Reihe hier. Sondern ich würde sagen, jetzt gehen wir wirklich los, deutsche Zutaten für den deutschen Döner einzukaufen und let's go. Schreibt mal in die Kommentare, Freunde, was ihr glaubt, in welche Stadt ich gezogen bin. Schreibt entweder, ratet einfach alles mögliche, Hashtag Köln, Hashtag Frankfurt, Hashtag Berlin, Hashtag Hannover, Hashtag Hamburg. Schreibt wirklich auf jeden Fall alles in die Kommentare. Ich werde mir die Kommentare auf jeden Fall durchlesen und ja, vielleicht werde ich das dann auflösen. Und yes, ihr wisst Bescheid, auf jeden Fall, wir sind jetzt beim Edeka angekommen. Dort werden wir dann die ganzen leckeren deutschen Zutaten einkaufen. Ihr wisst Bescheid, aber da kommt. Edeka, Edeka, oh. Ich fällt gerade, ich darf gar nicht auf die Nummernschilder filmen von den Autos, weil dann seht ihr, in welcher Stadt ich wohne. Ich habe mir auf jeden Fall schon überlegt, was ich alles in meine deutschen Döner reintun werde. Ich habe hier alles schon rausgesucht, die ganzen Zutaten. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt die einzelnen Zutaten. Und würde sagen, dann sehen wir uns gleich, wenn ich alles bei mir habe. Yes. So, Freunde, ich bin einfach ganz gechillt hier im Supermarkt einkaufen. Wen trifft man nicht? Ein paar Freunde, das geht. So, Freunde, die Zutaten für meinen deutschen Döner haben wir jetzt eingekauft. Jetzt brauchen wir noch einmal das leckere Fladenbrot. Dafür gehen wir jetzt in einen Dönerladen und holen uns das Fladenbrot. Yes. So, Freunde, es halt hier extrem drin. Ich bereite das hier nur alles vor, dann gehen wir auch in mein Zimmer, um das zu probieren, damit das nicht so extrem halt und so extrem nervig ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich zeige euch jetzt einmal, was ich alles für meine deutschen Döner eingekauft habe. Erstmal ganz normal Stani hier, ganz normal Standard, das Fladenbrot vom Dönermann, extra 2, falls ein Döner schief geht oder so. Dann haben wir eine schöne Münchner Weißwurst, eine schöne deutsche Münchner Weißwurst, ihr wisst Bescheid, Freunde. So, was haben wir noch für Schönes drin? Dann haben wir hier schöner Weißkrautsalat, Freunde. So, was haben wir noch Schönes? Dann haben wir natürlich, was darf in einem deutschen Döner nicht fehlen, Freunde? Einmal dürft ihr auch was an deutschen Döner nicht fehlen. Deutsche Kartoffeln, ihr wisst Bescheid, leckere deutsche Kartoffeln, jawohl. So, was haben wir hier noch? Ja, Mann, schöne Erbsen, Freunde. Schöne Erbsen im schönen deutschen Döner, yeah.
Dann, Freunde, was darf man für auch nicht fehlen in einem deutschen Döner? Ich meine, wir machen auch Dressing. So, aber das Dressing muss ja auch typisch deutsch sein. Dafür haben wir eine schöne Jägersoße. Eine Jägersoße. Und Freunde, dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar feinern, leckere, feine Kräuter. Das ist Petersilie, Freunde. Gönnt euch einfach mal. Ich würde sagen, Freunde, die Kartoffeln müssen dann erstmal gekocht werden. Die Jägersoße muss vorbereitet werden. Die Weißwurst muss gekocht werden. Und ja, sobald das alles fertig ist, alles fertig gekocht habe, gebraten habe und dies, das, melde ich mich wieder bei euch. Ich denke mal, es wird jetzt erst ein bisschen dauern. Vielleicht mache ich zwischendurch ein paar Aufnahmen, damit ihr seht, wie ich das fresh alles zubereite. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich, wenn ich das alles zubereite. Den deutschen Döner. Boah, ich habe da jetzt schon, das sieht jetzt schon so richtig nice aus. Digga, Kartoffeln habe ich noch nie in einem Döner gegessen. Noch nie in meinem ganzen Leben. Eine Weißwurst im Döner habe ich noch nie gegessen. Einfach eine Münchner Weißwurst. Sagen wir ehrlich, ob das schmecken wird, ich weiß nicht. Ich könnte es aber echt, wenn ich ehrlich jetzt, könnte ich mir echt gut vorstellen, dass es schmecken würde. Auch mit Kombination der Jägersoße und den weißen Erbsen, ich weiß nicht. Es könnte tatsächlich extrem lecker schmecken. Das ist krass. Das ist eigentlich voll die krasse Idee, so ein deutscher Döner. Und mit solchen Zutaten nie Döner gegessen. Das ist wirklich krass, also richtig krass. Jetzt würde ich sagen, wir bereiten jetzt alles vor, damit wir gleich alles nur noch belegen müssen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, Freunde. Und yes, ihr wisst Bescheid. So, Freunde, in der Zeit, wo das alles im Kochen und Braten ist, würde ich sagen, bereiten wir schon mal hier den Weißkrautsalat und die Erbsen und die Kräuter vor. So, Freunde, ich würde sagen, das Fladenbrot auch nachher richtig schön knusprig ist, packen wir das auch mal eben schnell in den Ofen. So, Freunde, alle Zutaten für meinen deutschen Döner sind jetzt fertig. Ich muss jetzt schon mal sagen, ich nicht gedacht, allein vom Aussehen her sieht das ultra lecker aus. Und ich kann mir echt vorstellen, dass es zusammenpasst und wirklich gut schmeckt. Ich kann mir echt vorstellen, dass es wirklich richtig, richtig lecker sein wird. Also wirklich nur vom Aussehen her so. Ich bin echt gespannt, wie der deutsche Döner gleich schmecken wird. Wirklich ein Döner aus nur deutschen Zutaten. Also ich zeige euch erstmal, was ich jetzt hier alles vorbereitet habe. So, erstmal hier die leckere Weißwurst, dann hier leckere Kartoffeln, dann hier Weißkrautsalat, Petersilie, Erbsen und die Jägersoße und natürlich zum Schluss das Flammenbrot nicht vergessen. Oh mein Gott, sei mal ehrlich, Alter, sei mal ehrlich. Wenn ihr es auch lecker findet, nur vom Aussehen, schreibt es alle in die Kommentare, Hashtag lecker. Ich würde sagen, Freunde, ich mache den jetzt hier noch komplett voll. Und dann sehen wir uns in meinem Zimmer, wenn ich das dann probieren werde. Und ich würde sagen, bis gleich, Freunde. Das sieht jetzt schon richtig nice aus. Ein deutscher Döner. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Daumen hoch für deutsche Döner. So, Freunde. Der
deutsche Döner ist jetzt fertig. Boah, ich muss ehrlich sagen, vom Aussehen ultra nice. Sieht richtig lecker aus. Ich zeige den euch auch jetzt. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt schmecken wird. Das muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht lecker schmeckt. Und gönnt euch diesen Döner in 3, 2, 1. Boah, ich persönlich finde, sieht richtig lecker aus. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Geschmackstest und gucken, wie das schmeckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, let's go, gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Chill, 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 chill. Das war natürlich nur Spaß, Freunde. Ich habe ein bisschen reingeschissen gerade. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe zwar da ein bisschen reingekackt mit dem Hufwürgen und sowas, aber ich muss trotzdem wirklich sagen, es hat nicht so lecker geschmeckt. Also ich habe es mir wirklich besser, ich habe wirklich gehofft, dass es besser schmeckt. Es hat tatsächlich nicht so lecker geschmeckt. Also deutsches Essen plus Döner funktioniert nicht so. Sollte man lieber lassen, hier nochmal. Das sieht gerade nicht so lecker aus, aber ja. Also wirklich... Deutsches Essen plus Döner. Mach das lieber nicht zu Hause nach, Freunde. Das schmeckt nicht, das schmeckt nicht, das schmeckt nicht. Shit, yes. Deutsche sollten lieber bei ihren deutschen Gerichten bleiben. Yes. Ich würde sagen, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wenn ich nicht zu einem positiven Ergebnis gekommen bin. Leider, leider. Warum immer das deutsche Essen? Warum muss das deutsche Essen immer rein, Digga? Immer so kurdisches Essen. Ja, voll geil, Digga. Türkisch, ja, voll geil. Deutsches Essen, du. Kommt dann sowas bei raus, Digga. Was ist das? Was ist das? Warum haben alle was gegen die Deutschen, Digga? Ich check's nicht. Lass doch mal das deutsche Essen in Ruhe, Digga. Ich würde sagen, Freunde, das war's mit dem Video. Lasst auf jeden Fall einen richtig fetten Daumen hoch da. Für das deutsche Essen. Ein Mitleid deutsches Essen, Freunde. Und dann würde ich sagen, was ist das mit dem Video? Ihr seid die Besten, ihr wisst Bescheid. Bis dann, haut rein.